Ich könnte mir voll vorstellen, dass wir Dings sind. Dass wir Markus Weick sind. Könnte ich mir wirklich vorstellen. Also jetzt mal so als vorläufige Spekulation, weil er sagt, es kommt ihm alles bekannt vor. Okay. Da bewegt sich schon was. Oh, giftiger. Das war nicht so gut. Au. So. Ah. Säure. Gedönse. Das kann ich nicht zerhauen. Es könnten hier theoretisch alle möglichen. Secret Buttons sein und ich muss sie erstmal wieder entdecken. Was ist? So. Dich mache ich so tot. Gut. Da wäre noch eine Tür. Was ist die Key? Was haben wir hier? Big Win oder Big Mistake? Oh. Ich war so aufgeregt, in dieses Projekt zu kommen. Der Arx war po, das Arx war Porum. Endlich hat das Büro meine Erfolge wahrgenommen. Ich kann meine Jahre der Erfahrung zum Nutzen machen. Zu einem richtig bedeutenden Nutzen. Nur jetzt. Gerade jetzt bin ich ein bisschen hin und her gerissen zwischen Stolz und Ehrfurcht. Dieser Ort, der Forschungsturm, jagt mir einen Schauer ein. Das Monster eines Käfigs, das es ist. Zuzustimmen, in dieser metallischen Kammer für weitere 7 Jahre zu leben. Oh Gott, meine Brust drückt mit Aufregung. Oder was nochmal ja, wie auch immer heißt. Oder vor Furcht. Stress wahrscheinlich. Aber zur selben Zeit. Ist die Aufregung unvergleichlich oder die Freude? Und mein neuer Vorgesetzter Laura, sie ist augenscheinlich enthusiastisch und all das, aber ein bisschen zu jung für meinen Geschmack und zu hochgeschätzt. Oder high-handed, sie wird zu sehr auf hohen Händen getragen halt. Mit meinen besonderen Erfahrungen in Physik, Substanzsynthese und Pattern-Matching sollte sie sich etwas mehr an mich halten. Wir müssen die maximale Expertise erreichen. Wir müssen wie hieß das Wort nochmal jetzt? Professionalität und Vorsicht walten lassen, genau. Wenn wir mit so einer unbekannten Essenz herumhantieren. Nicht die Rücksichtslosigkeit eines übereifrigen Mädchen.
Mädchens. Ich hoffe, ich habe keinen großen Fehler darin gemacht, diesen Job anzunehmen. Lucy Page, Substance Field Research. Ah, Lucy Page, jemand Neues mal. Damit haben wir schon wie viele? Ah, schon ein Viertel der Blätter. Und wir haben hier wieder drei Secrets. Okay. Also ja, wir könnten hier nicht lang, weil wir dafür einen Schlüssel bräuchten. Das Ding können wir auch nicht aus dem Weg schubsen. Also haben wir nur diesen Weg hier. Hallo. Okay. Grüner Creep. Und ich verfehle auch noch. Und jetzt schieße ich auch noch zu früh los. Solange er nicht anfängt rumzuspringen. Ja, ich hätte es nicht sagen sollen. Au. Ist alles in Ordnung. Ah. Okay. Wo kommst du denn her? Ja. So. Ein Repair Pack. Das ist nicht schlecht für so einen eher billigen Gegner. Da komme ich halt gerade nicht runter. Na gut, in diesem Spiel bedeuten solche Abgründe den sicheren Tod. Das habe ich jetzt mittlerweile begriffen. Also in diesem Spiel bedeuten solche Abgründe den sicheren Tod. Ah, ich bin jetzt auf der anderen Seite. Hi. Du bist nervig. Und deswegen sollte ich einfach das hier reinhauen. Weil es verbraucht ja nicht so viel Energy. Und die Energy, die kriege ich auch schnell wieder. Tech Fuse, das ist auch nicht schlecht. Du seist Tech, ein bisschen mehr. Energie. Und ich glaube, Tech macht sogar meine Regeneration hoch, oder? Ne, mein Gadget Damage. Hm? Combat. Combat bräuchte ich mal auch. Tja, und ich müsste halt noch wissen. Auf was für Secret Buttons ich jetzt achten muss. Weil in der in den anderen Ebenen war es, in der Ebene drunter war es noch einigermaßen klar. Da konnte man sie sehr gut sehen eigentlich. Nur hier. Es hat jetzt alles geziegelt. Nicht mehr aus den Metallplatten, aus den Vollmantelplatten. Wie es halt vorher der Fall war. So, große Wahl habe ich jetzt nicht, außer hier gerade auszugehen. Okay, die kann ich nur so betreten. Au.
Das Vieh spuckt auf mich. Aua. Das hat eine Reichweite, ey, das Vieh. So, es ist weg. Und von irgendwas kriege ich sogar Fumium. Zurück. Ist es von der Pistole? Nee, das macht nur Damage all in a line. Dings habe ich auch nichts drin eigentlich. ...1,5% als Bonus Damage ist auch nicht schlecht eigentlich. Nö. Ich sehe gerade echt nicht, was mich heilen tut über Zeit. Das ist nur Melee Speed eigentlich. Das da müsste... Das ist Basic Protection. Wo ist es denn? Handgun Position. Nö. So, du machst die Tür jetzt zu. Ja. Das ist gerade lame. So, das war das eine Teil. Ja, komm ruhig her. Jetzt kann ich dich auf jeden Fall öfter hauen. Gut. Sind das Zellen? Sieht fast aus, als ob das Zellen wären. Okay. Munition, das ist nicht schlecht. Und eigentlich sieht die Nische hier verdammt nach Secret aus. Aber wie gesagt, ich habe halt noch keinen Plan, wie hier die Buttons aussehen. Auf was ich achten muss. Ich versuche nun Sonic Recordings. Was ist Sonic? Schall. Also Schallaufnahmen. Sonic ist Schall. Auf dem Fumiumcore abzuspielen. Und Mann, ich krieg ein paar verrückte Ergebnisse. Pflanzen und kleine Tiere reagieren in den merkwürdigsten Wegen auf diesen Sound. Es ist schwer, es zu beschreiben.
Es ist fast so, als ob der Chor ein eigenes Leben hätte. Wenn sie mich nur hätten, das Ding in der Tiefe hätten sehen lassen. Liam Howell. Audio Analysis Team. Ah ja. Und ja, ich denke mal, ich kann solche Sachen hier, die wir schon vollständig gefunden haben, mal klein machen. So, damit wir etwas mehr Übersicht haben. So, ein Key. Damit dürften wir dann durch die Tür da kommen eigentlich. Also ja, ich denke mal nicht, dass hier noch was ist gerade. Wenn ich, wie gesagt, gehe ich zurück und sehe mich nochmal genauer um. Weil das ist kein Knopf mehr. Also die Knöpfe sehen hier garantiert anders aus. Die Truhe hatte ich mir schon angeguckt. I need a key. Jo. Was, die Key haben wir? Ah ja, hier brauchen wir auf jeden Fall einen Stein. Brauchen wir sogar zwei Steine. Jo, das sieht wieder nach Todesfall aus. Okay. Repair Pack, das benutzen wir doch gleich mal. Ich will es eigentlich gerade vermeiden. Ah, Giftspucker. Auf irgendwelche Druckplatten zu treten, aber klappt ja noch ganz gut. So, machen wir mal den Speedboost rein. Können wir wenigstens schneller zuschlagen. So. Und weg mit dir. Na, wir sind sogar schon ziemlich gut dabei, was das Fumium angeht. So, den Weg weiter haben wir aufgemacht. Ah. So. Wir haben gerade 64. Und mal gucken. Wir haben immer noch 64. Und watch my step here. This whole place is rigged with traps. Jo. Ich weiß immer noch nicht genau, was mir Lebenspunkte oder kommt das dadurch, habe ich mich nur verguckt und es kommt durchs Umswitchen. Jo. Ist der Weg zurück jetzt auch wieder offen? Ja, ist er. Gut. Dann will ich mal sagen, ich stelle mich jetzt hier in den Gang und speichere mal.
LP 002. Und dann sehen wir uns gleich wieder.